Am 21. Dezember werden die Kontrollen an den Grenzen zwischen alten und neuen EU-Ländern fallen. Das haben die Innenminister der 27 Mitgliedstaaten am Nachmittag in Brüssel entschieden. Und damit werden 9 der im Jahr 2004 der EU beigetretenen Länder zur sogenannten Schengen-Zone gehören, unter ihnen auch Polen. Seit dem EU-Beitritt Polens hat sich der grenzüberschreitende Lkw-Verkehr verdreifacht. Der Übergang bei Frankfurt an der Oder ist ein regelrechtes Nadelöhr auf einem der wichtigsten Transitwege zwischen Ost- und Westeuropa. Eine Reportage von Grit Hofmann. Die Autobahn A12 vor Frankfurt-Oder in Richtung Polen. Lkw an Lkw. Und gerade vor dem Wochenende ist der Stau hier kilometerlang. Direkt neben der Autobahn das Speditionsunternehmen Alblas. 60 Lkw werden heute beladen. Der Chef Jürgen Vogt bespricht mit seinem polnischen Fahrer Marcin die nächste Ladung. Er soll Plastikgranulat in die polnische Filiale bringen. Auf dem Weg dahin die Grenze und damit der Stau. Ist nicht so toll, 3 bis 4 Stunden in der Schlange zu stehen, aber... Ich freue mich trotzdem, denn ich fahre nach Hause. Auch Marcins Chef nervt der Stau. Jeder Fahrer kostet ihn fast 100 Euro pro Stunde, auch wenn er vor der Grenze wartet. Fahrer sind knapp. Können Sie sich ausmalen, was das letztlich auf der Kostenseite bewirkt, nämlich ein Ansteigen der Personalkosten. Und hier wird Arbeitszeit verschleudert. Fallen nun auch die letzten Passkontrollen weg, wird sein Unternehmen profitieren. Doch vielen Spediteuren macht eine offene Grenze Angst. Furcht vor billiger Konkurrenz. Vogt bleibt gelassen. Preise in Polen entwickeln sich in Richtung, ich sage Alt-EU-Niveau und Löhne ziehen nach. Das heißt, diese billigen Kräfte sind auf Dauer nicht billig. Und gute Arbeit muss auch in Polen bezahlt werden. Inzwischen ist auch Marcin unterwegs. Doch heute geht es erstaunlich schnell. Nur eine Stunde bis zur Grenze. Und im nächsten Jahr, hofft er, wird er noch schneller bei seiner Familie sein. Meine Wochenenden werden sicherlich besser, aber ob die Lage insgesamt besser wird, weiß ich nicht. Ich denke, auch nächstes Jahr wird es nicht so viel besser. Wahrscheinlich werden sie in Stichproben immer wieder Pässe und Dokumente kontrollieren und das sicher sehr genau. Doch damit es tatsächlich keinen Stau mehr gibt, wird selbst eine offene Grenze nicht ausreichen, meinen die Spediteure. Denn erst auf einer modernisierten, mehrspurigen Straße können ihre LKWs wirklich nach Polen durchfahren.